Kann Musik Gottes Ohr direkt erreichen? Ist der Schöpfer ein Fan der Klänge? Dies bewies seinerzeit der biblische König David mit seinen Psalmen. Heute versuchen eine solche These auch moderne Forscher der traditionellen jüdischen Musik zu begründen. Zwei wichtige Vertreter waren am 19. Februar mit einem musikalisch-historischen Vortrag bei der alten Synagoge in Hagenow zu Besuch. Jüdische Lieder und synagogale Musik. Unter diesem Titel nahmen die Amerikaner Deborah Strauss und Jeff Warschauer die Gäste auf eine spannende Reise in die Welt der sakralen Klänge mit. Es gibt eine wunderschöne Geschichte über einen Jungen, der keine Sprache kennt. Er kennt nur einen Buchstaben aus dem Alphabet, einen Klang, eine Melodie eines Instruments. Und selbst dieser Gott hört ihn. Er hört die Melodie des Herzens. So the question of what God is and how God manifests is very. Die Frage, wer Gott ist oder wie er sich erklärt, ist im Judentum ziemlich kompliziert. Als Menschen nutzen wir das Bild, dass Gott uns hört. Aber wenn man es nüchtern betrachtet, ist Gott so fern von unserer Vorstellungskraft. Du hast diese spezielle Geschichte von dem Jungen angesprochen, der betet, obwohl er keine Sprache spricht. Er betet und Gott hört ihn. There's a young boy who's not well educated and he prays. And he doesn't want to pray because he doesn't know Hebrew, but he's told just pray in whatever language and God will hear. Deborah Strauss zählt zu den führenden Klezmer-Geigerinnen ihrer Generation und ist eine gefragte Dozentin für jüdische Musik und Tanz. Jeff Warschauer ist Musiker und jüdischer Kantor am Jewish Center in Princeton, USA. Er hat sich als Sänger, Mandolinist und Dozent einen Namen gemacht. Seit mehr als 25 Jahren sammeln und erforschen die beiden jüdische und hebräische Musikwerke. Darunter auch jene, die zu dem ganz besonderen Genre Nigun gehören. Quasi direkt von oben empfangene sakrale Melodien. Ich glaube, es gibt ein Gefühl, dass eine Melodie von jeder Richtung kommt und wenn man diese Melodie singt, mit Hingabe und Gefühl singt, kann man Leute erreichen und direkt eine Verbindung herstellen. Außerdem werden wir durch das Singen von Melodien immer besser und wir erreichen ein höheres spirituelles Level. Wir kreieren eine bessere Welt, beziehungsweise wie sie sein sollte. Die traditionellen synagogalen Gesänge wurzeln in jener uralten Zeit, als die Menschen fest glaubten, mit Gott im wahrsten Sinne sprechen zu können. Mehr sogar, die Fähigkeiten von einigen Auserwählten, Gottes Sprache zu hören und darauf zu antworten, war das Kernstück des Alten Testaments. Als diese Gabe irgendwann bei den Menschen wieder verschwand, griffen sie zur Musik und Gesang. Wobei einige moderne jüdische Theologen meinen, nur Engel können in der heutigen Zeit Gottes Ohr mit ihrem Gesang erreichen. Wir Menschen wären sogar rein anatomisch nicht mehr dazu geeignet. Maybe this is an idea that's come up because we want not to be too big. Durch das Singen von Melodien bleibt man bodenständig und baut eine Distanz zu Gott und allem Höheren auf. Wir haben nicht die Fähigkeiten, wie Engel zu singen, aber es gibt Zeiten im Jahr, da kommen wir dem nahe. Es geht nicht um das Ziel, sondern um den Weg. Und manchmal sind wir näher am Göttlichen und manchmal eben nicht. I think Jeff will say something about that, but I think that it's about the, not about the destination, but about the journey. It's about the trying, and at sometimes you're closer, and at sometimes you're further away. Right, so at certain points, such as Shabbat, the Sabbath, and the holidays, there's a... Es gibt eine Zeit im Jahr zu Sabbat und in den Weihnachtstagen, die wir Kedusha nennen. Ein spezieller Teil des Gebets. Es kommt vom hebräischen Wort Kedush, was so viel bedeutet wie heilig. Im Kedusha gibt es eine Passage, in der die Engel immer wieder Gott heiligen. Und ich denke, es gibt ein spezielles Gefühl, dass wir nie dieses Level an Heiligung erreichen können, wie es die Engel tun. Aber wir reden darüber in unseren Gebeten. But we talk about it in the prayers.
An mehreren spannenden Beispielen haben die Forscher die Entwicklung der sakralen Musik im Judentum erläutert und auch mehrere Stücke selbst gespielt. Ihren Vortrag hielten sie übrigens vorwiegend auf Jüdisch und wurden dabei von ihrem Publikum bestens verstanden.